Florence Schaffer ist Mitarbeiterin des Integrationsfachdienstes für Flüchtlinge im Caritashaus Pax in Vilshofen. 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben dort eine neue Heimat gefunden. Heimat bedeutet dazugehören, integriert sein. Schaffer und ihre Kollegin begleiten die Jugendlichen auf diesem Weg. Die Idee ist, die Jugendlichen zu begleiten in diesem letzten Stückchen in die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, indem sie integriert werden in den Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft, dass man sie quasi nicht von heute auf morgen alleine stehen lässt. Sie hatten sehr viel Unterstützung in der Nachsorge. Und wenn sie dann von heute auf morgen alleine stehen, dann kann es sein, dass alles, was geleistet wurde bis jetzt für die Jugendlichen und auch von ihnen, von ihrer Seite, zusammenbricht. Die Aufgaben stützen sich auf drei Säulen. Eine Säule ist die Arbeit mit den Jugendlichen. Schul- und Berufsorientierung, Information über mögliche Ausbildungsberufe in Deutschland, Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz. Wie kann ich mich bewerben oder was soll ich dir erstes Schritt schreiben und wie kann ich ihm einen Brief ändern? So ein Jugendlicher aus dem Haus Pax. Abbau von Vorurteilen und Vorbereitung auf die deutsche Kultur, insbesondere die deutsche Arbeitskultur. Etwa, dass es nicht unhöflich ist, nachzufragen. Und dann die Unterstützung während der Ausbildung. Im Betrieb läuft es meist sehr gut, aber in der Schule hapert es in manchen Fächern. Mal ist es Englisch, mal Mathematik. Dann heißt es, gemeinsam nach Lösungen suchen. Wenn ich etwas in der Schule schwer finde und kann ich das nicht selber lösen, dann suche ich natürlich eine Lösung. Und das kann ich selber nicht finden und komme zu Ihnen und sage, ja, was gibt es für eine Möglichkeit und wie kann ich das verbessern? Doch das ist noch nicht alles. Die Mitarbeiterinnen unterstützen und beraten auch Ausbildungsbetriebe. Die zweite Säule. Bei Fragen und Problemen können sich die Betriebe an den Integrationsfachdienst wenden. Das wird gerne genutzt, denn es gibt nach wie vor Berührungsängste. Die dritte Säule. Dass wir versuchen, sie bestmöglich zu vernetzen. Das heißt, dass sie auch, wenn sie eines Tages die Einrichtung verlassen, dass sie Ansprechpartner haben außerhalb der Einrichtung. Sei es in Sportvereinen die Trainer oder sei es die Nachhilfelehrer, die manchmal eben mehr werden als nur ein Nachhilfelehrer oder im Kunstverein, dass sie einfach sich, wenn sie nicht mehr von uns betreut werden, nicht alleine gelassen fühlen. Florence Schaffer und ihre Kollegin teilen sich eine Stelle. Sie wird rein aus Kirchenmitteln finanziert. Stein für Stein bauen sie gemeinsam eine Brücke zur Stabilität und Selbstständigkeit der Jugendlichen.